Nach Absprache mit den geistigen Hierarchien und den kosmischen Intelligenzen, auch Erzengel genannt, wurde ein gemeinsamer Plan entworfen, seine Legionen von Lichtarbeitern auf die Erde zu inkarnieren, unterstützt mit freiwilligen Außerirdischen von allen Planetenhierarchien dieser Milchstraße, um die Erde zu heilen und sie durch Freisetzung von neuem Bewusstsein auf den Planeten zurückzuführen, in die erweiterte Bewusstheit des planetarischen Christus- oder Buddha-Bewusstseins. Erstmals beschlossen aufgestiegene Meister, die einst Atlantis verlassen hatten, wieder zu inkarnieren und mit ihnen unzählige freiwilliger höherer Planetenhierarchien. Die Rückkehr der Weißen Bruderschaft auf Erden. Eine alte Prophezeiung in der Bibel spricht von der letzten Schlacht auf Erden, in der Erzengel Michael seine Legionen in den Kampf gegen die Unbewusstheit führt. Die Außerirdischen begannen 1960, die ersten Freiwilligen mit Hilfe der geistigen Welten auf Erden zu inkarnieren, um das Kommen der Legionen vorzubereiten. Die Legionen sollten dann, wenn die Schwingung des Planeten schon ein wenig angehoben ist, ab ca. 1970 inkarnieren, um dann die Welt von innen her zu verändern. In dieser Übergangszeit auf Erden ist die Rolle der Lichtarbeiter ziemlich vielfältig. Sie haben alle eine außergewöhnliche und besondere Rolle zu spielen. Im Grunde begreifen wir, dass im neuen Jahrtausend, dem goldenen Zeitalter, die Welt nicht durch irgendeine übernatürliche Himmelskraft mit Zauberstab verändert wird. Diese Veränderung wird stattfinden durch den bewussten Umbruch unseres Inneren, durch den Wandel unserer eigenen Wahrnehmung. Viele von uns arbeiten daran, diese Veränderung hervorzurufen. Unsere Hauptaufgabe ist einfach, unserem Sein die Harmonie mit dem göttlichen Willen zu erlauben. Für diese Energie sind wir wie ein Fahrzeug oder wie der Heilige Gral, der den Energien erlaubt, durchzufließen und sich auf unserer Ebene zu manifestieren. Mit anderen Worten, ich glaube, dass alle Veränderungen geschehen, wenn wir vor unserer eigenen Türe kehren und unser inneres Licht wirklich leuchten lassen und damit das innere Licht im Herzen aller anzünden. Viele dieser Menschen haben immer gefühlt, dass ein Teil von ihnen anders ist und die im Abstieg befindlichen Außerirdischen. Diese Seelen waren die Magier, Hexen, Heiler, hohe Priester und Eingeweihte vieler Jahrhunderte. Sie stiegen schon damals herab, um der Menschheit ein Licht auf ihrem Weg in die Dunkelheit zu sein. Sie wurden oft der höheren Wahrheit wegen verfolgt, ermordet, mundtot gemacht und belächelt, denn sie waren wie Fische, die gegen den Wasserstrom der Menschheit schwammen.